Hallöchen! Heute geht's um den Kyushu. Ja, Wetter. Eigentlich wollte ich heute das Video mit dem, über den Savage mit den 1 zu 5er Reifen machen. Aber Wetter bleibt beschissen. Mache ich morgen. Ich hoffe mal, morgen wird es besser gehen. Beziehungsweise morgen werde ich das online stellen. Was haben wir hier? Den Kyushu, nochmal beide Däumchen nach oben. Für die Leute, die beim Livestream dabei waren, war echt eine coole Runde, hat echt Spaß gemacht. Ja, bleibt da auf jeden Fall dran. Ich werde auf jeden Fall noch öfter solche Livestreams machen. Wird natürlich alles bei Facebook angekündigt. Ja, für die Leute, die nicht dabei waren im Livestream. Ich habe den komplett fertig gemacht. Das war gerade mein Handy. Nicht schlimm, das ist bestimmt Andreas, würde ich mal sagen. Machen wir mal ganz unprofessionell. Ja, er ist es, Andreas. Sei gegrüßt. Dann weiß er, wann ich das Video mache. Ja, also, wie gesagt, ich habe den ja im Livestream zusammengebaut. Ja, ging eigentlich ganz reibungslos. Livestream komplett ging 3,5 Stunden, glaube ich. Wie gesagt, war eine nette Runde. So, jetzt sehen wir das Endprodukt, was ich noch offstream gemacht habe, also auf Camera quasi. Mit Kabelbinder versehen, dass alles schön fest ist, alles so ein bisschen schick gemacht und geordnet. Ich habe noch Dämpferbrücken vorne und hinten gewechselt, weil da waren noch die blauen, da habe ich jetzt auch die schwarzen drin. Dann habe ich noch alle Lager gewechselt an den Achsen. Und ich habe noch, ja, das Diff umgedreht. Ich habe nämlich im Livestream das Diff falsch rum eingebaut und habe mich tatsächlich gewundert, warum sich das Ganze nicht dreht. Ja, typischer Fail. Hab's dann auseinandergebaut und habe dann nach einer halben Stunde Fehlersuche gecheckt, dass ich das Tellerrad auf der Seite hatte, statt auf der Seite. Hat es natürlich an der Chassisplatte geschliffen und ja. Naja, so sieht er jetzt aus. Alles gemacht, ist eigentlich wieder zu nahezu 100%. Einzige, was noch fehlt, ist der Empfänger, weil der ist zurzeit im Savage, da ich keinen Ersatz mehr hatte. Sensorkabel ist alles wieder dran, alles perfekt. Läuft wieder extrem flüssig. Bin ja, wie gesagt, total begeistert von dem Kyushu. Was hatte ich im Livestream alles gemacht? Ich hatte im Livestream die Outdrives hinten gewechselt. Die waren nämlich ziemlich angefressen bei mir. Dann hatte ich im Livestream noch die Querlenkerstifte gewechselt. Die vorderen, also die inneren quasi, weil die ziemlich krumm waren. Die äußeren von konnte ich leider nicht wechseln. Die haben nämlich nicht gepasst, die in dem Set für den Kyushu dabei waren. Ja, die waren aber auch nicht krumm, die hätte ich bloß so getauscht. Ansonsten, Dämpfer musste ich nicht machen, die sind immer noch schön dicht. Federt auch noch wirklich sauber. Wie gesagt, sonst habe ich eigentlich nicht mehr viel daran gemacht. Wie ihr seht, es ist alles einheitlich. Schwarz sieht wieder aus quasi wie neu. Ich hätte eigentlich am liebsten noch eine neue Chassisplatte geholt, aber solange die noch keinen Weg hat, noch nicht krumm ist oder so, werde ich die auch noch fahren. Schrauben habe ich einige getauscht, weil das sind halt Kreuzschrauben, die saugen sich halt, was heißt saugen, setzt sich halt immer viel Dreck fest und dadurch hat man dann, wenn es mal schnell gehen muss, die Köpfe schnell rund. Weil man dann probiert mit Gewalt den Schraubendreher reinzukriegen. Spurensturz habe ich so gelassen. Man sieht, hinten ist er ein bisschen zur Vorderachse geneigt. Das ist so mein Setup. Jo. Geformt bin ich ihn leider noch nicht. Funktioniert aber alles. Servo ist das gleiche geblieben. Das ist das Turnigy TGY 1501.
Das ist ein Top-Servo, das hat glaube ich 16 oder 17 Kilo. Ist sogar wasserfest, beziehungsweise Spritzwasser geschützt. Ist ein super Servo für das Geld. Das kostet glaube ich so um die 15 Euro, 15, 16 Euro. Irgend sowas. Ja. Wird natürlich weiterhin mit 4S gefahren. Da werde ich nichts weiter dran ändern. Und ja, ich wollte mich eigentlich hauptsächlich nochmal bei allen aus dem Livestream bedanken. Es waren, glaube ich, zu Spitzenzeiten 53 Leute. Das ist, sage ich mal, schon echt recht gut. Dafür, dass es ja relativ spontan war, bin ich vollkommen zufrieden mit. Hat auch echt Spaß gemacht. War eine coole, nette Runde. Mal sehen, wann der nächste Livestream ist. Wie gesagt, habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Einfach meine Facebook-Seite liken und dann wisst ihr immer Bescheid. Jetzt dreht schon wieder meine Katze durch. Aber das soll jetzt eigentlich auch soweit gewesen sein schon. Gibt ja nicht so viel jetzt zu sagen. Was auf jeden Fall noch kommen wird für den Kyosho sind Reifen. Und zwar will ich mal die Lois Bulldozer ausprobieren. Video dazu hat UMB vor kurzem gemacht. Könnt ihr ja mal reinschauen. Die haben im Prinzip dasselbe Profil wie die hier, aber halt Diskfelgen und nicht solche Speichenfelgen. Die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Mal gucken, was Spielzeugarten so da hat. Dann brauche ich ja noch für mein E-Max auch noch zwei Reifen. Mal sehen, wann ich das alles machen werde. Zurzeit bin ich am Sparen für einen neuen Rechner, den ich zurzeit mit Laser so ein bisschen zusammenstelle. Deswegen werden wohl RC-Sachen demnächst weniger werden bei mir, weil das ist langsam echt dringend. Tja, da werden wir schauen, wie es dann hier mit dem Kanal weitergeht. Werden wir schauen. Auf jeden Fall haben wir ja noch den X-Max Bash-Videos, werden sowieso kommen. Andreas wird nächste Woche vorbeikommen, da wird auf jeden Fall dann ein paar Videos werden da auf jeden Fall entstehen. Und das soll jetzt erstmal soweit gewesen sein. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und